Tag, Mädels. Und willkommen bei Max Beach Shop. Jeder? Der darf 40 fahren, aber macht er nicht. Guck mal, die Beine sind breiter wie wieder anher. Siehst du das? Alter, wir biegen schon wieder ab. Das ist ja alles gut. Turbotini kann ich wieder durchladen. So, wir haben eine Flohmarkt-Tour. Spezial. Wir fahren jetzt nach Mettjendorf. Ja, natürlich ist draußen nur 1 Grad. Ist arschkalt jetzt. Und wir hoffen trotzdem, dass da irgendwas los ist. Ich glaube sogar, dass es eine Hallenflohmarkt. Oder ist wieder auf dem Flug. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe mir die Adresse letztes Mal nicht gemerkt. Nein, wir gucken mal. Mal gucken, was da erwartet. Wenn wir haben wieder Glück. Wisst ihr Bescheid? Wieder meckern. Wir haben 10 Uhr morgens und tiefstehende Sonne. Wir haben 12 Uhr mittags und tiefstehende Sonne. Wir haben 15 Uhr und tiefstehende Sonne. Wir haben 18 Uhr und keine Sonne mehr. Jungs, Winter ist nicht meine Welt. Ich mag keinen Winter. Vom Fiesta. Auch selten geworden, ne? Aber Winter ist ganz schön, denn ich kann Eis abschmeißen. Ja, du bist auch selber ein Eisschmeißer, du. Nee, sonst ist doch nix. Der Sommer ruft, ey. Hätte ich jetzt irgendwie Urlaub oder so, dann würde ich sofort in Urlaub fliegen. Urlaub und Kohle, das fehlt, ne? Dann kommen wir nicht mit. Genau, ich fliege alleine im Urlaub. Alleine kann ich mir USA leisten, Schatzi. Nach 400 Metern nach links abbiegen, um auf offener Felder Straße zu bleiben. Also das ist schon mal nicht. Selgross soll das sein, irgendwie. Selgross. Nach original! Ich sehe da hinten den Flohmarkt und hier ist nichts. Kann man da rumfahren? Nee, hier gibt es einen Fußweg, der rumführt. Fahr mal weiter, fahr mal weiter, fahr mal weiter. Ja, das ist so ein Tor. Oh, jetzt ein Feuerwehrauto. Fahr mal weiter, da geht's rechts ab. Oder? Ah, toll, da hat mein Navi mich verarscht. Da muss man irgendwie das Gebäude umrunden. Aber riesengroßes Ding, aber ist draußen, oder? Ist nicht drin. Schade. Ich hätte auf Flugplatz bei dir im Dorf gehofft, wenn ich ehrlich bin. Hey, fährst gut rückwärts. 100%ige Nummer, Schatzi. Hey, stolz verborgen, weggucken. Naja. Dann müssen wir eine Straße weiter, oder? Ich guck mal eben. Ja, eine Straße weiter und dann die vierte wieder links. Kriegen wir schon hin, finden wir schon eben so AWO. AWO ist ja auch und so. AWO? AWO, AWO. Ach so, ich habe ja keine Ahnung von. Ich sehe ja nur einen Corsa B4-Türer stehen in weiß. Das sieht nicht so gut aus. Aber hat einen Anhänger, gucken. Ich war hier noch nie. Einmal war ich hier mal mit einem LKW durchgefahren, dann fahr's auch schon wieder. Hier, Caravan-Ausstellung haben sie auch. Da kannst du dir hier schön zum Winter ein Wohnmobil kaufen, nach dem Arsch abfrieren. Bitte biegen Sie links ab. Rechts abbiegen auf Mädchendorf. Nein, biegen links Straße, ab. Lass ihn nicht verarschen. Rechts abbiegen auf Abschwung. Halt die Backen. die will uns doch nur manipulieren. Die will das mal umdrehen. Haben wir gleich. Da ist, ich hoffe mal, Selgross. Selgross Cash and Carry. Fahrradhof. Fahrradhof Mädchendorf. Weiß ich nicht. Fahr mal links. Links. Hier? Dann fahren wir wie der Typ da rauf hier. Warum denn nicht? Und die da alle drauf fahren, dann kommen wir halt auch. Schon wieder ein nächster Tor, von dem da zu ist. Oder was? Ey, ich kriege hier einen Rödel, Mann. Das ist der Parkplatz, aber müssen wir umdrehen. Wieso denkt man, was ist denn da, von diesem so sehr großen Schild dahin machen oder was? Dann fahren wir rückwärts, aber ein Parkplatz rechts hinter uns. Wir können auch einen Flohmarktstand machen. Hier ist ein ganzer Anhänger voller Müll. Hier können wir ihn ja verkaufen. So, jetzt nochmal nach links. Alter Schwede. Der Rest kommt eben mit angegurkt. Man hat den komischen Elektrobomber, kannst du eigentlich fahren, rechts nachgesehen. Ist doch kein Auto. Und jetzt links. Und das muss gut sein jetzt. Das muss stimmen. Wenn ich fahre, wir nach Hause. Hab ich keine Lust mehr. Ach du Scheiße, guck die Schlange an. Ach du heilige Scheiße. Alles hier dicht, komplett überall. Oh Mann. Na gut, wir sind auch früh dran, ne? Klar, mit den ersten tut man ein bisschen Scheibe auf. Ist mich a little bit warm. Mitten im Wohngebiet. Alles hier voll. Das ist die Hölle ever hier, jetzt hierher zu kommen. Jetzt müssen wir noch einen halben Kilometer laufen. Was sagst du? Bist du faul zum Laufen? Dann musst du hier hinterher schluren, ne?
Aber es sieht riesengroß aus, der Flohmarkt. Sehr groß. Hätte ich nicht gedacht bei der Temperaturen. Obwohl, Papa, Sonne ist ja gut, ne? Mal gucken, haben wir heute Glück und holen uns ein paar Schnäppchen ab, ne? Guck mal, Papa. Aber kalt ist halt heute, das könnt ihr mir glauben. Weil ich habe meine Rohan-Jeans hier an, die so eng ansitzt, weißt du? Papa. Nur wir das Schnabber hier am Beginn. Das sieht ganz gut aus. Kann womit arbeiten. Ah. Voll hier, das habt ihr gar nicht. Das ist unglaublich. Und tiefstehende Sonne, das ist auch nervig. Wenn du nach rechts guckst, ja, das ist für eine Nintendo, ist aber keine. Ah, ich sehe Spiele. Noch mehr Spiele. Nee, für Filme. Oh. Viel Getüdel, ne? Viel allen drum und dran. Viele Händler, wie es mir zu Spiele geht, sind hier viele Händler. Wir haben eine schöne PlayStation 1 Kiste. Spiele fangen bei 5 Euro an, haben wir 30 Euro auf. Und man hat einen Conquer 1 für PlayStation, gab es das? Wusste ich gar nicht. Tekken 3. Richtig gutes Zeug bei, aber der ist teuer, das weiß ich jetzt schon. Der ist richtig teuer. Das ist teures Spiel. Aber die Zustände sind kacke, ne? Hüllen alle zerbrochen und so was. South Park Game hätte ich gerne. Das ist voll scheiße, aber gut für die Sammlung. Ich probier's mal. Frag ihn gleich mal. Gran Turismo 1 haben wir hier am Start. Ey, frag. Wir haben das Geschäft gemacht, aber nur klein. Richtig gelohnt hat sich das nicht. Wir haben hier am Start Gran Turismo 1. Leider wird nicht mehr ganz so schön. Habe ich aber alles noch liegen. Und South Park. Beide zusammen 15 Euro. Ist okay. Ist nicht geil, aber ist okay. Ja, momentan ist hier Tina Flohmarkt, sagt Tina auch gerade schon, PS1 technisch ganz gut dran. Ne? So, ich habe jetzt 25 Euro an diesen Stand gelassen. Rapid Racer, kenne ich gar nicht, aber egal, das gab es für 3 Euro. Tomb Raider Ridge Racer, Twisted Metal für PS3 kenne ich gar nicht. Das ist, glaube ich, ein US-Spiel, gibt es, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Und einmal noch mal ganz oben drauf, nochmal hier, so ein Spiel hier zu dieser komischen American Chopper Serie oder was, keine Ahnung, noch nie gesehen. Xbox 1, ich würde mal sagen, das passt. Hab wieder ein paar Geschäfte gemacht. Hier, Tina hat die ganze Hand voll mit PlayStation 1 Spielen. Jetzt zeige ich euch gleich im Auto, was ist. Und ich habe mir eine Xbox 1 gekauft, die allererste Xbox, für 4 Euro, aber ohne Kabel. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie kaputt ist, ist ziemlich groß. Ja, ich habe schon ziemlich viel Geld hier gelassen tatsächlich. Der Flohmarkt ist echt gut. Da komme ich gar nicht mit ein paar Tagen her. Tina hat auch was gefunden. Die fand gerade am Luren. Hanna, komm, wollen wir mit Tina mal hingehen? Kommen wir mal. Hast du denn? Den alten, den habe ich auch gesehen. Der sah richtig gut aus, ne? Mickey Maus von 1966 oder was weiß ich was. Finde nur der Kollege, der Donald und so was. Was sind die Runde laufen, da vorne rum, dann gehen wir zur Imbissbude zurück gleich, ne? Haben wir hier noch ein paar Titel, aber ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch kein richtiges Schnäppchen gemacht, ne? Immer. Cool, und die Tasche in der Ehren hier, guck mal, die Tasche ist voll, die Tasche ist voll, meine Hand ist voll, Tines Hand ist voll, Hannas Hand ist voll. Ich habe wieder sehr gutes, ich glaube 65 Euro habe ich ausgegeben heute, aber ich denke, das war es auf jeden Fall wert. Ja, eigentlich nur die Xbox und der Kabel, ne? Die ist noch ein Rätsel, aber 4 Euro dafür haben, also 10 Euro, ich bin weggegangen, dann hergerufen, 4 Euro, war 5 Euro, 4 Euro gesagt, dann passt das schon. Ja, die testen dann mal zu Hause aus, ob die funktioniert, weil Vorteil bei der Xbox immer, der hat nochmal einen Kaltgeregelstecker hinten dran, den kannst du irgendwo ranfrickeln. Das einzige Kabel, was spezieller ist das Kabel hier für den Fernseher. Das kriegst du auch 5 Euro oder irgendwas. Dann haben wir eine komplette Xbox für 2,50 Mark, ne? Wenn die funktioniert, wenn die nicht geht. Aber mit Glück ist noch ein Spiel drin, ne? Ist meistens so. Mal gucken. Alexander Grill? Das sind 750 Meter. Aber das kann ja nur gut sein. Ja, guck mal, Burger auf dem Bild. Ich bin angeschnallt, Papa nur noch. Kannst du gemütlich essen gehen. Oh, können wir gemütlich essen gehen? Dann machen wir so. Danke dir für den Gurt, mein Hasi. Ach nee, das steht vor irgendeinem so Laden, glaube ich. Mal probieren, ob der aufhört. Geöffnet steht auf jeden Fall. Geöffnet ist immer gut. Oh. So, Hasis, eben auch mal eben zusammenfassen, was wir gekauft haben. Danach testen wir nochmal die Xbox. Aber wenn es zu Hause ist, bei den anderen Spielen, gehe ich durcheinander. Pass auf. Rapid Racer in schlechtem Zustand. Gab es umsonst oben drauf. Tomb Raider in schlecht. 3 Euro. Auf schwarzer Weg. Ridge Racer in schlecht. 3 Euro. Tomb Raider in gut. 3 Euro. Formel 1. 3 Euro. 3 Euro.
ist übrigens hier Spec Ops. Komme Way Rally Platinum, auch 3 Euro. Und dann haben wir nochmal PlayStation 1 technisch. Nochmal Vanishing Point, auch 3 Euro. Ist das? Hier, E36, wird noch neu, Schatz. Guck mal, schickes Auto im Rennen. Das ist was für dich, oder? So, was haben wir noch? South Park, 6 Euro, aber dafür Top-Zustand. Gran Turismo 1, Zustand, naja, geht so, 4 Euro. New Vegas, ich glaube auch 5 Euro für bezahlt, aber ist ein geiles Spiel, kann man sich immer wieder kaufen. Metal Gear Solid 4, 3 Euro, leider runtergefallen, weil wir keine Tasche dabei gehabt haben. Metern rechts abbiegen auf Alexanderstraße. Ist aber nicht so schlimm, ich habe eine andere Hürde dafür da. Das ist ganz normal. Ich habe viele Schrottspiele. Dann haben wir nochmal, haben wir das schon mal gehabt gerade, American Shopper. Das Spiel habe ich noch nie gesehen, da muss ich haben, weil ich es lustig fand. In Gezo-Zustand auch 3 Euro. Und ich glaube, da unten haben wir nochmal Twisted Metal, wollte ich unbedingt haben, 6 Euro. Allein deswegen, was ich unbedingt haben wollte. Ja, das ist unsere Ausbeute. Und eine Xbox 1 für 4 Euro. Die hoffentlich noch funktioniert, sehen wir gleich. Weil ich werde gleich mal den Kabel von meiner Xbox dran anschließen. Dann gucken wir mal, ob die ein Bild macht. Und gucken wir mal, ob da eine Festplatte drauf ist. Weil meistens, die haben eine Festplatte drin, da ist Musik drauf und so ein Scheiß. Da wollte ich damals der PS2 so ein bisschen mit überlegen. Mal gucken, ob der Besitzer drauf gelassen hat. Wir lohnen da mal drauf. Bis später. So Mädels, bei mir zu Hause angekommen. Die hier schon weiter. Ich muss jetzt arbeiten. Und dann geht es von meiner Schwester heute. Und ich finde auch, warum die beiden nicht da sind. Jetzt testen wir mal, was auf dieser Xbox drauf ist, wenn die noch funktioniert. Die kann auch kaputt sein. Ob ein Spiel drin ist noch, was darauf installiert ist. Wie gesagt, man kann da halt drauf hier... Die hat eine Festplatte drin, ne? Stromkabel habe ich dafür noch da, aber egal. Wir nehmen es von meiner Xbox. Und die Nummer hier ist alles verkabelt. Gucken wir mal, was wir hier am Start haben. Bin gespannt. Meine ist schon mal top, das weiß ich. Mal gucken, wie die hier ist. Weil wenn nicht, wir noch einen Kabelsatz dafür. Haben wir natürlich schon eine Ersatz-Xbox und dann machen wir ein Regal dafür, wie lange ein Xbox-Regal haben. Konsolenregal. Weil die finde ich schon allgemein ein bisschen schade hier, ne? Hier Fanpaket PlayStation, 360 habe ich hier noch am Start, auch angeschlossen. Ne? PS3, mein ganzer Stolz, 60 GB mit Kartenleser und PS4. Erste Variante. Habe ich doch mal ein Zeug gekauft bei Release. So, mal gucken, Sicherung gleich rausfliegen. Ich bin gespannt. Ich kann Betten lief schon 20 Jahre nicht mehr. Sieht schon mal ganz gut aus. Ich stelle mal einen Controller rein. Ach ja, der ist das. So, machen wir den Fernseher mal eben an. Ich müsste eigentlich automatisch erkennen, was Phase ist. Das kommt mir mal passiert. Lass ihn mal anschalten. Ey, die geht! Ah, komm, wir gucken erstmal, ob so ein Signal ankommt. Ich muss hier mal umschalten vom HDMI her. Wo ist meine Fernbedienung? Da. Ist auch nur kaputt, nur noch der untere Teil davon geht. Muss irgendeine Skat-Scheiße sein hier drin. Skat. Die geht! Schnäppchen! Jungs, 4 Euro! Für eine funktionierende Xbox! Geil! So, Datum ist mir scheißegal. Guck mal, ist da drauf installiert? Ist da irgendwas drauf? Musik oder sowas? Da ist ein Spiel drin! Mit Spiel! Hier, Call Me Way Rally! 100%iges Ding! Funktioniert! Astrein! Ja, hat sogar Spieldaten. Mit mitgespeicherte Daten drauf. Komm, wir fahren mal eine Runde. Ich, ja klar, immer drauf da. Drauf gestubelt. Wenn ich gerade in der Hand habe. Vorfahrttag Australien, Tageszeit 8 Uhr. Na Katze, was meinst du dazu? Dann kann ich dir, obwohl das meine Daten drauf auf der hier. Ich habe sehr viele Xbox hier. Guck dir die Auflösung an. Rallye starten, los geht's. Ich bin Profi-Rallye-Fahrer. Start der Rallye. Was hast du denn vor? Weh, du kackst da hin oder sowas. Dann gibt's einen aus dem Maul. Oha, die Grafik.
Das war der größte Konkurrent zur PS2 gewesen, das Ding hier. Hä? Abgeschlossen? Ich will doch nur fahren. Alter, das Spiel kann doch kein Erfolg sein bei den ganzen Ladezeiten. Guck mal, das haben die bei der PS3 damals geklaut von dem Ding hier, wa? Die Xbox 1 hat schon mal gehabt. Was hast du vor? Oh, los geht's. Hä? Ich bin erstaunlich weit gekommen. Guck mal, Gas und Bremse geht auch hier rüber. Geil. Egal. Also, geht. Ne? Gut. Einmal Konsole neu starten. CD eben raus. Mitspiel, Jungs! Mit Call Me Waverly, keine Ahnung was. Keine Hülle bei, bisschen doof, aber egal. Gratis ist gratis. Und funktioniert sogar. Gucken wir mal, was auf Musik drauf ist. Hier Speicher. Festplatte, genau. Oh, volles Ding. Spielstände. Boxplorer. Call Me Way. DVD, Xbox, bla bla. GTA 3! Speicherspiel! Ja geil, ich hab GTA 3 für Xbox. Cool, ist ja da durchgespielt. Brauch ich nicht nochmal. Ich hab das sogar. Wo hab ich das? Hier, warte, zeig ich euch. Hab ich da. Hier. Da ist GTA 3 bei. Vice City und GTA 3. Ja, geiles Ding. Hundertprozentig. Underground 1 Spielstände. King Kong, PES, Pro Evolution Soccer, Musik. Ich sehe halt, die war ein bisschen fortschrittlicher wie die PS2 damals, ne? PS2 ist Memory Cards, Audio CD. Abspielen. Ne, nichts gespeichert. Schade. Okay, Jungs, dann würde ich mal sagen, haben wir ein Schnäppchen gemacht, wa? 4 Euro Xbox. Funktioniert. Dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat die Stromatur gefallen. War wirklich jetzt durch das Ding ein voller Erfolg. Kostet auch 30 Euro oder 40 Euro so eine Xbox, ne? So immerhin. Cool ist das. Ich muss nur noch ein einziges Kabel haben, was von Fernseher, von SCART-Anschluss bis zur Xbox geht. Dann habe ich alles da. Das andere müsste ich ja nicht da haben. So, gut. Haut rein. Bis dann. Munter.